Willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Schön, Sie sind damit dabei. Der 39-jährige Österreicher Robin Rieder ist schon das zweite Jahr auf der Bellalp Hirt. Als gelehrter Masseur kann man jedes Jahr über 100 Kühe in den Genuss von seiner Kunst. Das RZ-Magazin hat ihm hier dabei über die Schulter geschaut. Es ist Sommer und gleichzeitig Alpzeit. Auf den verschiedenen Alpen in der Region trifft man auf Hirte und Sennen aus verschiedenen Ländern. Die Globalisierung macht euch obendir nicht halt. So euch auf der Bellalp. Da ist der Robin Rieger, die zweite Saison Hirte. Der 39-jährige Österreicher aus dem Bundesland Steiermark ist aber noch mehr als nur Hirte. Er ist von Beruf Heilmasseur und führt im Winter in Portugal eine Massagepraxis. Jetzt im Sommer schafft und massiert er vor allem das Vieh. Die meisten Sachen bei den Ehringen spielen sie im Hals ab, im Genick. Das sind die Muskelpartien, die am meisten beansprucht sind. Das sind sehr starke Faszien und Ligamente auch, wo die Muskeln ansetzen. Und da kann man halt intervenieren. Wenn nach einem Kampf, wenn du nach dem ersten Tag zum Beispiel die Nacken angreifst vor den Kühen, dann wirst du merken, die sind alle steinhart. Und da kannst du halt intervenieren, indem du mit Salben, mit ein bisschen Massage das Ganze lockerst, wie bei Menschen auch. Das ist eigentlich kein Unterschied, die Muskelfunktion. Und eine solche Massage, die geht dem Vieh gut. Ehringer spüren wie wir Menschen euch. Was für Eis gut sie gehen für das Vieh gut. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hexenschuss hast oder etwas und dann drei Tage dich nicht bewegen kannst, dann ist auch nicht fein. Wenn du etwas dagegen machst und es schneller vergeht, ist besser. Und die Kühe fühlen genauso gleich. Wichtig ist, dass man alle kennt, alle Kühe. Das muss man halt, am Anfang sind sie alle mit großen Nummern nummeriert, beim Stechfest herum, beim Aufhalten. Und dann muss das halt schnell gehen, dass du sie alle kennst, dass du eine Beziehung mit ihnen aufbaust. Das ist schon wichtig, dass man sie auch berührt, dass die Kühe einfach dir vertrauen. Dann ist alles viel leichter, die sind dann ruhiger. Wenn irgendwas ist zum Behandeln, dann kannst du sie leichter fangen. Wenn du jetzt keine Beziehung zum Tier hast, dann ist alles andere weiterlaufen ist schwieriger. Und eine solche ganz spezielle Beziehung hat er auch zu einer von den insgesamt 100 Kühen für Bellalp, der Boston. Ich habe schon andere Kühe gehabt, wo richtig der Rückenmuskel fast wie ein Kamelhöcker verspannt war. Das war eigentlich in 4-5 Tagen war das dann wieder gut, wenn man die dann da ein bisschen massiert und einschmiert. Weil es funktioniert die Kuh ganz gleich wie der Mensch. Da gibt es vom Bewegungsapparat her gibt's nicht sehr viel Unterschied. Also wir haben Knochen, die wir über die Muskel bewegen. Und die Muskelfunktionen sind die gleichen. Und so kann man halt der Kuh dabei helfen. Bei den Pferden wird es ja auch gemacht. Und diese Ehringer Kühe sind ja eher Sporttiere. Sind ja jetzt. Und da kann man denen auch ein bisschen helfen, dass schneller wieder fit sind. Was sind das für zwei Narben? Genau. Das sind einfach Verletzungen, die entstanden sind im Kampf. Aber das ist nicht von der Kuh, mit der sie gestochen hat. Das schaut eh aus, dass da eine dritte von der Seite gekommen ist, die da profitieren wollte, um ja ein bisschen Schmerz hinzuzufügen. Wenn du da jetzt schaust, das ist richtig da, das ist richtig Hartspann. Komplette Muskelverspannung. Wenn man das einschmiert, dann kann man sie nicht. Aber jetzt, wenn ich sie nur an so einem Strick habe, geht sie immer weg, weil es tut dir weh, wenn ich da jetzt da tiefer reingehe. Ja, passt dann. Das war's. Und dann kann man halt probieren, wie bei Menschen auch, mit Friktionen, Daumendruck, das ein bisschen aufzulockern. Was passiert, ist eben durch den Druck wird einfach die Durchblutung gefördert. Frisches Blut bringt frischen Sauerstoff, frische Nährstoffe. Dadurch kann sich das Gewebe wieder besser lockern und lösen. Wie bei Menschen ganz genau gleich. Wenn man dann ein bisschen rauf, das ist recht hart, ist brav kostet. Ja? Die Bellalp ist für den Robin Rieger nicht die erste Station als Hirt. Vorher war er schon im Kanton Graubünden und danach im Val d'Eras. Da hat er den ersten Kontakt mit Ehringer.
die dritte Nacht, glaube ich, war das, das werde ich nie vergessen, sind alle Kühe ausgebrochen, zwischen die Ställe herum, alles kaputt gemacht. Ich habe den Alpmeister angerufen und gesagt, da heroben ist eine kleine Katastrophe. Der ist um 2 in der Früh raufgekommen und alles, was ihn interessiert hat, war, wer sticht, welche Kuh mit wer sticht. Ob die jetzt draußen oder drin sind vom Park, war egal. Ne? Der ist mitten rein in die Herde mit seiner kleinen 9-Volt Taschenlampe und wollte nur schauen, welche Kuh jetzt mit welcher da sticht, welche gewinnt. Dann habe ich gesagt, okay, gut, die sind schon ein bisschen speziell. Ne? Meine Sorge war, wieder zurückbringen im Park, dass wir nicht ins Tal runterlaufen. Ne? Aber gut, ja. Und so hat es dann angefangen. Da war ich 3 Jahre auf der Alp und jetzt bin ich das zweite Jahr hier auf Bellalp eben. Ne? Nicht alltäglich ist auch die Geschichte von Robin Rieger. Studierter Geograf, Masseur mit einer Praxis in Portugal, leidenschaftlicher Surfer und Vater von 2 Töchtern. Jetzt im Sommer aber ganz einfach Hirt mit einer intensiven Beziehung zum Vieh. Soweit der Bericht vom Kühe-Masseur auf der Bellalp. Schön, habt ihr eingeschaltet.